Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem nagelneuen Lotus-Video. Und ihr seht es schon, ihr habt es wahrscheinlich schon im Thumbnail entnommen. Wir fahren heute mit dem Solaris und das Ganze heute in Virtual Reality. Und Leute, das müsst ihr selbst mal getestet haben. Eins vorweg, die Grafik wird natürlich ein bisschen pixelig sein, dadurch, dass das Ganze natürlich extern so ein bisschen aufgenommen wird und VR hier leider nicht so gut aufgenommen werden kann. Zweite Sache ist dieses Flackern links und rechts an der Seite. Das werdet ihr wahrscheinlich dann auch sehen, wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen bewege. Und natürlich, ich bewege meinen Kopf. Für den Punkt, ne, muss ich mich natürlich dann auch entschuldigen, dass vielleicht den einen oder anderen hier vielleicht ein bisschen schwindelig wird. Aber wie gesagt, ich muss halt meinen Kopf bewegen mit Virtual Reality und dementsprechend, ja, seid mir jetzt nicht böse. Ja, aber diese Folge muss ich hier aufnehmen. Und ihr seht schon, wo es hier hingeht, nach Delöre. Ja, wir sind in Düsseldorf und das Ganze hier mit dem Solaris. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Ich bewege mich mal hier so ein bisschen ran, so an meinem Bus. Und ey, Leute, was soll ich sagen? Es fühlt sich großartig an. Also das ist ein Feeling, das müsst ihr testen. Tracker Air in OMSI 2 ist schon großartig, ja, wenn ihr natürlich diese Kapuze auf habt und mit euren Sensoren da nach links und nach rechts geht, ja, und man hat aber halt das Mittendrin-Gefühl halt nicht, ne, das ist halt schon sehr angenehm, wenn du dann halt fährst und dann dich so umguckst, aber mit Virtual Reality bist du richtig drin in dem Geschehen und holy shit, das sieht so gut aus. Leute, Entschuldigung, dass ich hier so ein bisschen hier, ne, ein bisschen Euphorie und alles sowas, aber es ist wirklich, also das ist so ein Ding. Also, wenn ihr jemanden kennt, der zum Beispiel eine VR-Brille hat oder sowas, dann müsst ihr hier auf jeden Fall einfach mal Lotus reinschmeißen, ladet euch irgendeinen Bus oder sowas, ja, hier den MAN oder sowas, und dann guckt euch das Ganze mit Virtual Reality an. Ey, das ist umwerfend. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir springen mal rein und tun mal so, als ob wir Busfahrer sind. Ihr seht das Ganze, ne? Also, ich kann mich jetzt hier halt richtig umgucken. Es ist ein bisschen kompliziert beim Aufnehmen, weil das Ganze wieder mal mit VR wieder nicht so wirklich funktioniert. Übrigens, Oculus ist jetzt Facebook, also großartig. Jetzt brauchst du eine Facebook-Anbindung und alles was. Super lästig. Aber, wie gesagt, wir haben hier die Scheibe und alles was, ne? Also ich kann mich hier richtig umgucken und das ist alles so, als ob ich mitten im Bus sitze. Das fühlt sich großartig an. Wir werden mal losfahren, falls hier jetzt hier gleich die KI kommt. Wir werden jetzt einfach nur so ein bisschen fahren hier und dementsprechend uns das Ganze so ein bisschen angucken. Nach Düsseldorf kommen wir hier nicht, weil die Straße, die gibt es nicht, die existiert da nicht. Und ja, dementsprechend, aber guckt, ey, ich kann mich so gar nicht zur Seite bewegen. Das ist, ey, das fühlt sich richtig fantastisch an. Ja, sonst, wie gesagt, wäre ich nach Düsseldorf gefahren, und dann, aber wir sind jetzt hier an diesem Knotenpunkt hier, wo sich hier die ganzen Straßenbahnen irgendwie treffen und verbinden und alles sowas. Ja, aber... Es sollte jetzt reichen, wie gesagt, hier um den Fahrplan. Es ist natürlich der Bus von Altair, ne? Das ist natürlich jetzt hier auch nichts mehr Neues. Wir hatten den ja schon bereits in der Folge. Aber ich hatte mir gesagt gehabt, ich will das mal in VR testen. Ey, das wäre fantastisch, wenn das Ganze irgendwie für, ja, wenn es mal noch für OMSI gekommen wäre. Aber es ist halt leider ein bisschen unscharf. Das ist halt ein bisschen schade. Sehe ich gerade. Performance-technisch natürlich, muss man auch sagen, ne, wir reden hier immer noch von Lotus, Early Access und alles was, ne. Also Performance allgemein ist deutlich besser geworden. Die ist besser geworden, ja, also das merkt man schon, wenn man jetzt hier in Düsseldorf fährt, aber mit VR merkt man halt immer noch diesen Unterschied, wie krass also der Unterschied von der Performance ist. Es gibt natürlich VR-Spiele, ja, die laufen wie eine 1. Oh, Alter. Ich habe keine Hupe drin. Verdammt, auf dem Lenkrad. Und ja, dementsprechend. Müssen wir jetzt das Ganze hier so ein bisschen mit der Qualität jetzt nehmen. Also wie gesagt, rechts und links, ne, da bitte nicht böse sein. Das sieht halt ein bisschen komisch aus, wenn es so flackert. Aber ich muss das Ganze halt mit dem Oculus Mirror aufnehmen. Ja, der mir das Bild halt direkt aus der Brille gibt. Weil, wenn ich das Bild von Lotus aufnehmen würde, hättet ihr zwei Linsen drin. Und das, ja, damit könnt ihr wahrscheinlich gar nichts anfangen. Denn. Und so haben wir, seid ihr jetzt mittendrin hier. Wenn wir hier mit dem Solaris jetzt durch Düsseldorf hier fahren. Ist natürlich jetzt absolut nicht dafür gemacht halt, ja, hier mit dem Bus lang zu fahren.
Aber das war mir jetzt mal ein bisschen egal. Ich wollte mal ein bisschen mehr sehen als Diorama. Und dementsprechend, ja, habe ich mich jetzt für Düsseldorf. Wir hätten ja auch München nehmen können oder sowas. Nachdem ich ja meinen Lotus wieder mal neu installieren durfte, weil ich jetzt zum 20. Mal schon den Lotus-Bug wieder drin hatte, diesen Workshop-Bug. Ach, das ist ärgerlich alles. Da kann leider jetzt auch nicht gucken, wie die Qualität jetzt ist von der Aufnahme. Wie gesagt, das ist halt eine Oculus Rift, ja, die hat natürlich nicht den Sender wie die HTC Vive oder sowas, ja, wo man dann halt mal schnell mal so rumswitchen kann auf das reale Bild. Ja. Dementsprechend tut es mir leid, falls es jetzt vielleicht ein bisschen zu doll ruckeln sollte. Ja, das ist jetzt halt kein Performance-Let's Play oder sowas, ja, sondern das ist jetzt hier einfach mal so, ja, einfach mal Solaris mit Virtual Reality. Und ey Leute, es fühlt sich großartig. Ich saß ja jetzt ja nun durch meinen Beruf jetzt schon ein paar Mal jetzt hinterm Steuer, ja, hinterm Lenkrad im Bus und so. Und ja, das ist genau so dieses Gefühl, was Busfahrer mir beschrieben haben, so dieses beklemmende Gefühl. Solaris ist wohl ein bisschen kleiner als normal. Ja, und dementsprechend ist das Cockpit, ja, der Fahrerbereich, ein bisschen enger als wie beim C2 oder sowas, ja. Und tatsächlich, das kriegst du mit. Also, wenn ich jetzt hier so sitze, habe ich hier schon so ein bisschen Muffe, ja, dass ich hier irgendwie Platzangst kriege. Aber das ist cool, ja. Das hat man richtig gut umgesetzt halt. Aber sonst, wie gesagt, fühlt sich alles an. Das könnte ich jetzt hier wirklich jeden einzelnen Hebel jetzt so drücken hier. Ja, also Türöffner und alles sowas, ja. Richtig fantastisch. Ja, also das ist ein riesen Lob hier an Lotus, ja, dass das so gut umgesetzt ist. Ja, das war dann mal die Heckklappe, ne, würde ich sagen. Nee, aber sonst, wie gesagt, können wir uns hier irgendwo überall umgucken, auch wenn ich jetzt hier Fahrgast jetzt hier sitze, ey, das ist, als ob ich richtig in den Solaris drin sitze. Großartiges Gefühl, ja, also Wahnsinn. Hier oben die Halteschleife, das könnte ich jetzt hier so von anfassen. Ich bin da sowieso immer fasziniert, jedes Mal, wenn ich meine VR-Brille raushole und das Ganze mal mit Lotus immer so teste. Lotus ist ja nun mal mit eines der einzigsten Spiele, die halt Virtual Reality halt unterstützt und die auch weiterhin natürlich darauf arbeiten, was ich übrigens sehr großartig finde, mindestens eine Simulation, die wirklich mit VR mal ausgestattet wird, kann man ja hiervon leider nicht reden, dass das jetzt so Standard ist oder sowas. Ja, meine, mit Tramsim kommt jetzt die nächste Simulation, die jetzt auch so ein bisschen in VR jetzt eingeht, was ich persönlich ziemlich gut finde, aber zum Beispiel so TMS Studios oder sowas mit The Buzz, wieder mal ohne VR, und das ist halt das Problem, dass halt die Entwickler halt immer noch nicht auf VR setzen, ja, also man geht dann damit so eine lapprigen Ausreden wie, das hätte man von Anfang an benutzen müssen. Da, wenn ich ein neues Spiel programmiere, versuche ich doch alles mit reinzunehmen, was geht. Eye-Tracker, Track-IR, VR, ja, das sind doch alles so Sachen, die das Ganze nochmal so, diese Spieltiefe doch nochmal erzeugen, ja, also das ist doch so mein Empfinden. Und so wirklich großer Aufwand hieß das dann halt auch nicht mehr, wenn du das halt von Anfang an mit reinnimmst. Also das sind dann immer so manche Sachen, die man dann halt persönlich nicht nachvollziehen kann. Ja, aber wie gesagt, also das hier fühlt sich wirklich, wirklich großartig an. Wie gesagt, wir gucken hier oben links in den Spiegel rein, ja, und wir sehen auch, dass sich der Spiegel bewegt. Ja, wir gucken rechts in den Spiegel, ja, der Spiegel bewegt sich. Ja, wir haben hier Schatten und alles, was ist hier drin, und das wird hier alles projiziert. Wie gesagt, das war vor einiger Zeit überhaupt nicht möglich gewesen, das Ganze mit VR zu spielen hier. Das hat geruckelt bis zum geht nicht mehr. Und deswegen war ja auch immer so Düsseldorf so eine Karte, wo man halt immer gesagt hat, Performance, ja. Aber mittlerweile ist man hier auf dem richtigen Weg, die Performance zu finden, dass man das Ganze jetzt zum Beispiel auch mal in VR nutzen kann. Schön ist auch, dass man jetzt wohl doch irgendwie zugesagt hat, dass man in Zukunft, ja, wenn Lotus dann mal irgendwann fertig ist, sich doch noch an Track-AR ransetzen möchte. Ja, also für Leute, die jetzt natürlich sich jetzt keine VR-Brille kaufen wollen, für 300 Euro oder sowas, ja, die holen sich dann die Track-AR-Brille. Kriegt man mittlerweile auch schon relativ günstig. Ich glaube 120 Euro oder sowas. Dann hat man halt auch schon diese Spieltiefe wie ein Omsi dann halt, ja. Aber mit VR fühlt sich das halt richtig fantastisch an.
deswegen gebe ich halt auch die Hoffnung an Lotus irgendwie nicht auf, ja, weil ich der Meinung bin, dass genau das so irgendwann mal, wenn Lotus fertig ist in 2-3 Jahren oder sowas, ja, dass das Ding dann halt auch wirklich was reißt. Also jetzt nicht die VR-Brille, sondern der Simulator an sich halt. Weil es halt einfach mit VR funktioniert. Für die Leute, die halt wirklich den puren Realismus-Kick haben wollen, spielen das Ganze mit dem Lenkrad, mit der VR-Brille und dann, ja, hier schön Multiplayer und alles sowas hier mit VR. Ey, traumhaft, ja, wirklich absolut traumhaft. Ja, hier haben wir jetzt so ein bisschen Performance, so, ne, immer mal so kurze Standbilder, ja, aber die sind halt wirklich so mikromalistisch, dass man hier wirklich kaum irgendwie, dass es jetzt auffällt. Ich muss auch sagen, mir wird auch nicht mehr schlecht. Anfangs war es halt immer so gewesen, gerade beim Bus ganz, ganz schlimm, ja, dass ich, wo ich mal so eine kleine Runde gedreht habe, dass ich sofort im Magen gemerkt habe, ist mittlerweile jetzt also nicht mehr so. Ja. Und das spricht wieder für die Performance halt. So, jetzt haben wir natürlich eine Tour, die einfach nur schlichtweg geradeaus geht. Ist natürlich ein bisschen schade. Wie gesagt, ich wäre gerne nach Düsseldorf gefahren, aber dann hätte ich hier durch Häuser fahren müssen oder hätte mich verkehrte Straßenseite wieder einordnen müssen. Das finde ich persönlich dann halt immer ein bisschen blöd, denn ja, es wirkt immer so unrealistisch. Wie ihr seht hier, ne, also das ist halt richtig, richtig hübsch gemacht. Wie gesagt, ich kann mich jetzt hier so zur Seite lehnen, hier so am Fenster denn schnuppern und das war halt, ja, wie halt der chillige Busfahrer, so weiß, oh, ne, aber vielleicht nicht in die Gras fahren, das wäre großartig, ja, so mit einer Hand so am Steuer, also das funktioniert hier alles. Oh, muss ich jetzt langfahren? Weil geradeaus geht's nicht. Wir haben grün. Dann wollen wir mal hier mal so ein bisschen. Komme ich überhaupt lang? Weiß gar nicht. Darf ich hier langfahren? Ja. Falsch eingeordnet. Aber ihr seht es halt, ja. Das ist mega, mega nice. Also, Lotus, ihr seid wirklich auf dem richtigen Weg. Unbedingt an dieser Qualität dann weiter festhalten. Würdet ihr mir einen Riesengefallen mit tun. So, jetzt ist ja natürlich Ende im Gelände. Hier geht es natürlich nicht mehr weiter. Es gab auch schon lange kein Update mehr für Düsseldorf. So. Okay, dann rückwärts fahren wird jetzt interessant. Rückwärts fahren ist das nicht so geil. Aber es ging mal hin, das ging mal hin. Oh, jetzt. Normalerweise merkst du ja denn, wenn du rückwärts fährst, merkst du ja dann diese Bremsung und dann diese Bewegung, ne, halt dieses Vor und dieses Zurück. Dadurch, dass es halt hier nicht ist, ja, merkst du es halt sofort im Magen, weil der Kopf, der stellt sich halt schon so darauf ein, dass du jetzt rückwärts fährst, der Körper so nach vorne geht beim Rückwärtsfahren, ne? Und ja, genau. Wenn das nicht passiert, so dieses Gefühl, weißt du, diese G-Kräfte, ja, dann fühlt sich das halt mega, mega komisch an. Aber soweit ist es das, Leute. Absolut großartig, ja, das fühlt sich richtig, richtig gut an. Wie gesagt, wir konnten jetzt hier auch schildern den Bus, ein bisschen Twiggy halt, das Ganze zu schildern. Aber wie gesagt, ihr könnt ja auch locker mit dem MAN fahren, obwohl die Brücke da hinten, die könnte vielleicht ein bisschen knapp sein. Einfach mal probieren, aber notfalls gibt es eh noch keine Kollision, da passiert nichts, ja, aber der Bus hier in VR, das musste ich mir leider mal angucken, das ist wie gesagt der Bus von Altair. Und das war immer mal so ein Traum, das Ding mal mit VR zu testen. Und das konnte ich jetzt dank Lotus jetzt endlich nachholen. Ja, und was soll ich sagen? Also ich bin echt positiv überrascht, so wie gut das halt einfach funktioniert hier, ja, mit VR und dem Ganzen drumherum. Also ich bin mal gespannt, wohin uns die Zukunft bringt mit Lotus und VR. Ich habe ja immer gedacht gehabt, dass die halt VR so ein bisschen im Stich lassen, aber scheinbar sind sie da irgendwie dran.
Obwohl es vielleicht nicht absichtlich ist, dass sie da gerade dran entwickeln, aber durch den Performance-Schub, den sie ja jetzt in Lotus geben, funktioniert das Ganze dann halt auch wohl mit der Brille und dementsprechend kann man hier wirklich sagen, also solltet ihr euch überlegen, eine VR-Brille zu holen, ja, also Lotus ist da die absolute Simulation. Müssen wir mal gucken, wie sich Dramsim jetzt mit VR schlägt und werden wir uns natürlich diese Woche ja auch noch anschauen, mit VR natürlich auch noch und ja, ich bin mal gespannt, was uns dorthin erwartet, was die Performance so macht und so. Jetzt hatten sie ja vor kurzem jetzt hier die Dram-Challenge-Video und das hat mega geruckelt, das Ding. Ich ahne Schlimmes, aber pscht, Hauptsache, die versuchen ihre illegalen Keys halt zu unterbieten und zu verbieten und die Spieler alle zu sperren. Das ist ja jetzt gerade die Hauptsache, statt nochmal die letzten Arbeiten an Lotus abzuschließen. Nein, an Dramsim abzuschließen. So, genug Dramsim. Wir sind bei Lotus. Also wie gesagt, ihr habt es gesehen. Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten, ob das was für euch wäre. Ne? Und dann, ja, schaut es wie gesagt mal, dass ihr irgendwie mal die Möglichkeit bekommt, mal eine VR-Brille irgendwie auszuleihen oder sowas und dann einfach mal selber zu testen. Also wie gesagt, meine persönliche Empfindung, das war gerade ziemlich nice. Ein bisschen unscharf ist es, aber sonst ist es ziemlich nice. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen. Und ja, bis denn. Tschüss.